Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, ich bin die Heartbeat Gaming und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, meine Lieben, ich habe mich noch nicht bewegt, aber als ich gerade mich hier eingeloggt habe, ja, wir hatten ja Hayaburu gemacht, gell? Da hat unten rechts ist aufgeploppt von Steam eine Errungenschaft. Ich bin Daddy geworden. Also gehe ich davon aus, dass das Baby da ist. Und wenn wir uns die Janet angucken, die ist nicht mehr schwanger. Die ist nicht mehr schwanger. Okay, gut. Wo ist das Baby? Gehen wir mal gucken. Wir gehen mal gucken. Kann ich ganz langsam... Ganz langsam. Oh, ein Baby. Ein Dutzi-Baby. Okay. Ja, wir sind Daddy. Yippie. Ja. Da bin ich aber gespannt, was er sagt, wenn... Janet dann wach ist, ne? Ob es dann einfach nur geht, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Wie geht's dir denn? Ja, keine Blume, ist so schön wie du. Oh, ich weiß es nicht. Ja, wunderbar, wir sind Daddy. Yippie, yeah. Mhm. Und wie geht's jetzt weiter? Das weiß ich nicht. Was haben wir denn heute für einen Tag? Wir haben den 7. Mai. Okay. Ich würde sagen, wir essen erstmal einen Apfelmus, den wir schon seit 4 Jahren in der Kippe haben. Dann geben wir erstmal unseren Hund füttern. Sehr schön, streichel, streichel. Wunderbar. Die Katze haben wir. Wir haben überhaupt keinen Fisch dabei. Wir gehen erstmal einen Fisch holen für die Katze. So, erstmal Fischi. Ich weiß nicht, ob die schon wieder was braucht. Obwohl, ich meine, komm, die ist so genügsam, die Katze, ne? Die braucht tatsächlich immer nur einen, alle paar Wochen. Wo ist der Ausgang? Da. Und, ich bin doch gerade eben erst und so raus. Okay, Mami. Du bist Mami. Jo. Mal gucken. So, gucken, ob die Katze Hunger hat. Und ich denke mal... Ja, guckt mal. So, die Katze hat Hunger. Ich denke mal, wir sollten vielleicht tatsächlich... Da Gelle, ne, hier alles versaubeutelt. Wir können gar nichts machen. Die beiden Felger... Die Felder sind gepflügt. Gelle. Aber wir können nicht weiter Helfer einstellen, weil ich ja das mit den Sozialpunkten versaubeutelt habe, weil ich einem anderen mit einem laubenden Mähwerk übers Erbsenfeld gefahren bin. Haben wir halt eben 20.000 Sozialpunkte verloren und ab 50.000 können wir erst wieder Helfer einstellen. Und ich werde garantiert nicht, werde ich nicht tun. Die Felder selber bestellen. Also bleiben sie erstmal liegen. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt gerade erstmal um... wir klappern jetzt erstmal den Honig hier ab. Und dann werden wir die Gewächshäuser, ne, befüllen. Denke ich mal. Ne, dass wir da wenigstens ein bisschen Obst machen können und so. Und Gemüse. Ja, Obst ja gar nicht. Gemüse. So, und Eier und Kühe, das überlasse ich dann tatsächlich der Janet. Ich denke, so viel Zeit wird sie haben. Da ist sie. So, Mami. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt gelabert wird. Liebling? Guten Morgen, Liebes. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Ich liebe unsere Hühner. Im Hühnerstall ist jetzt viel Leben und die Eier sind köstlich.
und das Baby ist nebensächlich. Hallo, Süße. Guten Morgen, Liebes. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Ich bin sprachlos. Wieso wird das Baby mit keinem Wort erwähnt? Schatz. Guten Morgen, Liebes. Das Baby! Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Baby! Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genieß den Tag. Auf Wiedersehen, Schatz. Baby! Jetzt wollte ich mich gerade rumdrehen und wollte mich selber anschreien. Ach komm, hör auf. Guck mal, du hast einen Hund zwischen die Beine. Das ist ja hübsch. Cool. Okay. Was soll ich denn dazu sagen? Ich bin einfach nur, nö, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich gehe jetzt in die Gewächshäuser und ich mache jetzt hier meine Arbeit. Und dann werde ich mal zusehen, dass wir, machen Sie mal up. Was haben wir denn? Chili haben wir jetzt noch an der Hand. Nee, Chili will ich ja gar nicht. Wir werden Tomaten widersetzen. Wenn sich die Tomaten widersetzen. So, und werden die Gewächshäuser jetzt erstmal voll machen. Bitte, was soll das? Ich meine, ne, also bei der Hochzeit, beziehungsweise, nein, Hochzeit nicht, bei der Schwangerschaft war das schon reichlich emotionslos und gefühlskalt. Ist ja doch auch gar nicht passiert, ne? Und, raff ich nicht. Und jetzt ist ein Baby da und jetzt wird auch nichts gesagt. Ich sag euch, ich kann mich da wirklich nur noch aufregen. Ehrlich. So. Brett zu. Dann werden wir uns zu unserem Dings beamen. So. Komm. Ist das... Nö, da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Wirklich nicht. So, wartet mal. Ey, hallo? Was haben wir denn hier noch? Melonen 104. Leute, das wird knapp. Das wird knapp. Wir müssen unbedingt Saatgut kaufen. Weil Melonen, das reicht uns nicht mehr für ein Dings hier. Da hätten wir es andersrum machen müssen. Hätten wir die Melonen in das kleine, Gewächshaus machen müssen. Und, ja, die anderen Sachen in die großen. So. Nö. Das ist mir einfach... War das jetzt richtig? Ja. Einfach nur schleierhaft. Wie kann man denn sowas übergehen? Ich verstehe das nicht. Da bin ich einfach... Nö, ich weiß nicht. Nee, ich weiß, ich wiederhole mich. Mit keinen Worten. Ich weiß. Raff ich nicht. Weißt du, wenn man solche Ereignisse doch hier einbaut, ne, mit Hochzeit, mit Schwangerschaft, mit Geburt von einem Baby, man, das muss man doch, ja, gebührlich feiern, das muss man doch zelebrieren, da muss man sich doch freuen, da muss man doch, ich hab doch keine Ahnung. Nö. So. Ja, dann machen wir hier Tomaten rein. Nö. Na gut, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir, ja, wahrscheinlich dann so im Wochentakt, denke ich mal, pennen gehen wieder. Da die beiden so lieblos mit dem Baby sind oder generell mit dem Umstand, dass ein Baby da ist. Ich denke mal, dann kann ich auch lieblos sein, indem ich einfach meine Frau einfach mal ignoriere und der nur alle 7 Tage, sage ich jetzt mal Hallo sage, ihr mal über den Kopf tätschel und ja, und das war's dann. Ne? Ich, nö,
Weil mir sind da ja auch die Hände gebunden. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich da machen soll. Ändern kann ich es eh nicht. Und ich nehme mal an, das hat auch überhaupt keine Auswirkungen auf das Game. Ne? Wird ja kein Wert draufgelegt. Und von daher, nö. Dann werden wir das so machen. Mal schauen, wie lange wir pennen gehen. Und ich weiß auch gar nicht. Ich hatte nämlich eigentlich vor, muss ich ganz ehrlich sagen, das wirklich so zu machen. Wirklich nur noch eine Woche pennen, aufstehen, eine Woche pennen, aufstehen. Und das so im Dreijahrestakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich... Oh, guck mal, die Melonen haben tatsächlich noch gereicht. Wir haben noch 6 Stück übrig. Also 8, ach, klar, stimmt ja, 98 Stück gehen da rein in das Gewächshaus. Und, ja. Aber ich habe ja jetzt nun die Gewächshäuser voll gemacht, also geht das ja nun auch nicht. Ne? Wir würden ja in dieser Zeit auch überhaupt gar nichts verdienen. Und, ja. Ich wollte gerade sagen, was steht denn da hinten? Noch ein rostiges Gewächshaus, aber das ist die Brücke. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder nach Hause. Packen wir uns in den Metre. Achso, das ist ein Schneidwerk. Na, tolle Wurst. Guckt hier, du brauchst 50.000 Sozialpunkte, um Arbeiter einzustellen. Ach, hören Sie doch auf, aber wenn ich schon mal auf der Karte bin. Transport, was haben wir denn hier an Aufgaben? Transport? Nee, feldflügig nicht. Das mache ich nicht. Was ist das? Achso, da sind wir gerade. Also 2 Transportaufträge wären zu vergeben. Das ist hier. Gut, dann fahren wir mit der Kiste. Fahren wir mal rückwärts raus. Und dann gucke ich mal. Müsste eigentlich in die Richtung sein. Genau. So, dann fahren wir hier lang. Und dann glaube ich hier rüber. Ist das richtig? Hier rüber jetzt schon? Och, das ist ja hier drüben bei Janets alter Farm oder was, ha? So. Dann wollen wir mal gucken, was der Joseph als Transport haben möchte. Wunderbar. Aussteigen. Jo, das ist hier. Mission Transport. Joseph. Was willst du? Guten Tag. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Stoff. Stoff! Das ist bestimmt wieder Stoff. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Gut, den Auftrag haben wir angenommen. Ja, hör auf zu winken. Ich muss gerade mal gucken. Und dann ist noch hier... Nee... Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Auftrag nach hier, in die Stadt. Dann, wo ist die Karre? Da. Hol das Paket ab. Ja, machen wir doch. Und dann fahren wir in die Stadt. Und dann gucken wir mal. Ja gut, wir werden ja nicht erfahren, was da in dem Paket drin ist. Ne? Also. Aber ist garantiert wieder irgendwie... Ach komm, hör auf, bitte. Ist garantiert wieder Ecstasy drin. Crack oder irgendwas. Amphetamine. Ich brauche bestimmt auch Amphetamine. Was ist denn hier? Fahrt doch mal. Bitte. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn wir hier diese kleinen Aufträge entgegennehmen, klar, das steigert wieder
die Sozialpunkte. Ich bin mal gespannt, wie lange das dann dauert, bis wir wieder 50.000 zusammen haben, damit wir die Felder weiterhin bestellen können. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Oh, ist aber auch blöd gelaufen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab doch nicht gesehen, dass das Mähwerk noch unten war und bin da voll drüber gebrettert. Meine Fresse, Junge. Und dann gleich 20.000. Ich habe gesehen, wie die Zahl nach unten ging, ne? So richtig ganz schnell, so brrrr. Ja, und bis ich geschaltet habe. Ja, gut. Da war es dann passiert. Jetzt muss ich erstmal gucken, wir sind doch hier richtig. Parke ich mal hier. Stopp. Aussteigen. So, dann mal gucken. Das muss bei der Kirche sein. Bei der Kirche, bei dem Gotteshaus. Hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Guten Morgen. Ja. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Okay, dann ist er ist nicht. Danke. Ja, komm schon. Bist du vielleicht der Freund? Guten Tag. Guten Tag. Ja. Ertappt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Nee. Viel Glück. Ja. Du etwa? Tag. Oh, hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Was? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Okay, Moment. Der Joseph will ein Paket haben, dessen Freund es hat. Die Victoria will ein Paket haben, deren Freund das hat. Gehen Sie mal weg. Nee? Nein? Quatsch. Geh mal zurück. Hol das Paket ab. Und wo? Bei Steve. Ja, aber natürlich bei Steve. Wo denn sonst? Okay, dann müssen wir... Ach du lieber Himmel, ganz runter auf die Karte. Klar, bei Steve. Wo denn sonst? Ich hätte mich auch gewundert, wenn es was anderes gewesen wäre. So, dann muss ich aber jetzt nochmal gucken. Wir sind hier. Da ist es das Logischste, wenn wir jetzt... Ich hab's nicht so mit Richtungen. Ich nehme an, die Richtung ist die richtige Richtung, ne? Jawohl, so. Und jetzt nageln wir die ganze Straße bis runter in den Süden. Ja, da wird sie auch angezeigt. 2700. Jo. Die mit ihren Drogengeschäften. Und die Lupinen, ne? Wenn die so blühen, das sieht so schön aus und so scheiße, wenn sie reif sind. So dunkelbraun, orange, dunkelbraun, keine Ahnung. Nee. Ich fänd's toll, wenn eine Blume immer blühen würde. Aber nein. Geht ja nicht, ne? So. Da sind unsere Gewächshäuser, wenn ich das richtig sehe. Ja, keine Ahnung. Also, weiß nicht, wie das hier weitergehen soll. Ich meine, ne? Also,
das mit dem Baby, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Jetzt haben sie schon sowas. Na, so ein Teil. Und ja, es ist gerade, als wenn es nicht da wäre. Nee. Lieblos geht die Welt zugrunde, ich sag's doch. So. Da ist die Mühle. Wir haben auch noch Mais im Mähdrescher, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja. Weiß nicht, wie viel das noch ist. Kann ich euch nicht sagen. Aber. Oder haben wir den leer gemacht? Ich weiß es jetzt echt nicht. So, weil da sind ja sowieso auch, glaube ich, auch nochmal 40 Tonnen drin, ne? So, genau. Hier ist der Steve. Müsste Steve sein. Bleib stehen, steig aus. Junger Mann. Okay, warten Sie mal. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Okay, machen wir doch glatt. Und jetzt, liefere das Paket. Wie, habe ich das jetzt für Dings auch genommen? Ja, Moment. Ja, liefere das Paket. Liefere. Jo. Ne? Gelle. Ne? So, dann machen wir uns wieder fort. Dann machen wir uns wieder zurück in die Stadt. Bringen das zu Victoria und dann bei uns an der Kante zum Joseph. Ja, wenn das die Janet wüsste, ne? Kaum daheim ausgezogen, ne? Und dann muss der Onkel Drogen nehmen, weil er sonst nicht mehr aushält. Nee. So, und wenn wir das gemacht haben, dann hau ich mich wieder in die Kiste. Weil, nö, was die können, das kann ich schon lange. Kannst du mal ein bisschen schneller fahren? Dankeschön. Mir sagte der liebe teure Opa, dass es gut 3 Jahre dauert, bis das Baby laufen kann. Also Ingame-Jahre. Ne? Da frage ich mich, warum ist das so? Ich meine, das Game ist schon relativ realitätsnah, sag es mal so, was die Zeitabläufe betrifft und so. Aber dass ein Kind 3 Jahre braucht, um dann in irgendeiner Form irgendwie irgendwo rumlaufen zu können, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, was heißt denn 3 Jahre? 3 Jahre sind hier wahrscheinlich immer, also 3 mal 6 Monate, ne? Also 1,5? Ja. Ja, gut. Ich hab nichts gesagt. Aber das willst du erstmal schlafen, ne? Diese 3 Jahre. Mich ganz ehrlich, ne? Wenn du da im Wochenende. Ich weiß nicht, was da passiert, ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das jetzt tatsächlich durchzieht und diese 3 Jahre im Bett bleibt, ne? Also praktisch aufsteht, eine Woche schlafen geht, aufsteht, eine Woche schlafen geht, nichts weiter macht. Ne, vielleicht zwischendurch sich mal einen Apfelmus an den Kopf cremen, damit man halt eben nicht verhungert. Da weiß ich nicht, was passiert mit der Janet. Na gut, die muss, glaube ich, nicht essen oder so. Das Baby auch nicht. Aber was passiert mit den Hühnern? Was passiert mit den Kühen? Weil es heißt ja auch, dass... Alter, bist du blind? Dass die verhungern können, ne? Sind wir denn überhaupt richtig gefahren jetzt? Sind wir richtig gefahren? Wo sind wir denn? Guckt mal, wo wir sind. Was machen wir denn? Wie komme ich denn dahin?
Ich bin noch nicht mal in der Lage, auf einer Straße gerade zu fahren, auf der ich gerade gefahren bin. Ach komm schon, ich fass es ja nicht. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ich hab's auch nicht gesehen, sonst wäre ich gerade gefahren. Ach komm schon. Ja, aber wo war ich da eigentlich stehen geblieben? Bei den Kühen und bei den Hühnern. Ob die nicht verhungern? Weil, ne, es steht ja geschrieben, dass die tatsächlich auch verhungern können, falls... ja, wenn die kein Futter mehr haben, ne? Was wir machen könnten, ist, dass wir vorsorgen, dass wir einen Haufen Hühnerfutter und einen Haufen Kuhfutter kaufen. Dass das abgedeckt ist. Das werde ich, glaube ich, auch machen, denn das würde ich ungern riskieren wollen, dass die Hühner und also dass die Tiere generell verhungern. Ich würde es sogar auch so machen, dass ich jeden Tag aus dem Bett falle und dem Hund eine Wurst gebe. Und der Katze alle 3 Wochen einen Fisch. Aber dann hört es aber auch schon auf mit meinen Aufgaben. Ganz ehrlich. Also ich würde ganz, wirklich, ganz ehrlich das so echt jetzt mal durchziehen. Was passiert? Kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Das wird sicherlich super langweilig, ne? Aber nun gut. So, warte. An Joseph bin ich jetzt schon wieder vorbei, ne? Denn hier sind wir gleich wieder zu Hause. So, ach komm, wir fahren erst zu Victoria. Zu Joseph können wir laufen. Alter, wie kann ich mich denn so verfahren? Junge, 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 Junge. So. Haben es gleich geschafft. Was gab es denn an Sozialpunkten? Habt ihr das gesehen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Irgendwas von Geld habe ich gesehen, ja. Aber Sozialpunkte weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. Aussteigen. Ist die Victoria immer noch hier? Ja. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. ...494 Sozialpunkte. Das Geld ist mir scheißegal, aber die Sozialpunkte... Okay. Also... jetzt fehlen uns noch ein bisschen mehr als 3000 Sozialpunkte. Mann, das ist eine harte Strafe, das sage ich euch. Gut, jetzt fahren wir zu Joseph und drücken dem das Päckchen aufs Auge noch und dann sind sie alle wieder glücklich, ne? Dann sehen sie wieder bunte Kreise und alles ist gut, die Welt ist wieder in Ordnung, ne? Und überall springen rosa Elefanten rum, naja. So. Mal gucken, ob Janet in der Zeit tatsächlich die Hühner und die Eier eingelesen hat. Die Hühner und die Eier, alles klar. Die Eier und die Milch. So rum ist es richtig. So, bleib stehen. Ne, hier runter, dann laufen wir das Stück zu Joseph rüber. Bei dem wird wohl so Pi mal Daumen genauso viel Sozialpunkte geben. Gut, mit 2 Jobs fast 1000 Sozialpunkte gut gemacht, ne? Warum nicht?
Aber so viele Jobs in der Richtung haben die nicht, ne? Also, wenn es noch Jobs gäbe, dann würde ich wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, dann würde ich nur die annehmen, wo ich halt eben so Transporte mache oder halt eben irgendwas reparieren muss. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. 472, okay. Gut. Gut. So, nach Hause. Da ist alles fertig, dann hauen wir uns jetzt ins Bett. Beziehungsweise ich haue mich jetzt ins Bett, denn wir sind durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mich das wissen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.